Hallo und moin moin, herzlich willkommen zum zweiten Video. Um alle Informationen zu bekommen, empfehle ich Ihnen, sich auch den ersten Teil dieser Videoreihe anzuschauen. Heute ist der 9. Februar 2019. Es sind 20 Tage seit dem Start des Experimentes vergangen. Ich habe bis jetzt dreimal täglich ganz bestimmte Augenübungen gemacht, um meine Augenmuskeln zu stärken. In den ersten Tagen machte ich jede Übung mit 10 Wiederholungen, bei denen meine Augen bzw. die Augenmuskeln schnell anfingen zu schmerzen. Einige der Übungen fielen mir schwerer als andere. Das bedeutet, dass nicht alle Muskeln gleich schwach sind bei mir. Bereits nach 3 Tagen fielen mir die Übungen leichter. Nach 7 Tagen habe ich auch die Wiederholungen pro Übung auf 20 Wiederholungen erhöht, jedoch weiterhin nur 3-mal pro Tag. Mein Sehvermögen ohne Brille hat sich bereits verbessert, mal besser, mal schlechter. Auch wenn ich Schriften am PC nicht ganz genau erkennen kann, setze ich keine Brille auf, sondern konzentriere mich darauf und meine Augen stellen sich dann schärfer ein. Ich trinke täglich einen halben Liter Augentrosttee und mache täglich mehrere Male eine Entspannung für die Augen, das sogenannte Palming. Ich wechsle bewusst den Fokus meiner Augen von nah nach fern. Das mache ich besonders häufig, wenn ich am PC arbeite. Dann schaue ich immer wieder auch aus dem Fenster, besonders in helle Wolken oder wenn die Sonne scheint, häufig in die Helligkeit nahe der Sonne oder auf helle Flächen. Meine Augen tränen öfter als vor dem Experiment. Das ist ein gutes Zeichen. Das rechte Auge tränt dabei öfter und stärker als das linke. Da meine Sehkraft recht schwächer ist, betrachte ich auch das als gutes Zeichen, dass sich etwas tut. Die Augenübungen fallen mir von Tag zu Tag leichter. Ich habe meine Gleitsichtbrille seit Beginn des Experimentes nicht mehr benutzt und überlege, ob ich sie ganz entsorge. Ich mache dieses Video und schreibe Texte am PC ohne Brille. Der Text ist zwar nicht 100% scharf wie mit Brille, jedoch jederzeit zu erkennen und die Augen stellen sich darauf ein. Ich kann auf der Tastatur des PCs Buchstaben und Zahlen wieder erkennen, an manchen Tagen besser, an anderen Tagen schlechter. Ich kann im Café oder Restaurant die Speisekarte wieder ohne Brille lesen, mal mehr, mal weniger gut. All das oben Geschilderte wäre noch vor 20 Tagen ohne Brille überhaupt nicht möglich gewesen. Ich bin begeistert und gespannt, wie es weitergeht. In der Apotheke habe ich mir Augentrost als getrocknete Kräuter gekauft. Die Heilkraft dieser Pflanze bei Augenproblemen war unseren Vorfahren noch gut bekannt. In alten Kräuterbüchern heißt es dann auch, es bringe die Sehkraft zurück und bewahre vor dem Gebrauch von Brillen. Die Franzosen nennen es, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Casse-Lunette, was etwa Brillenbrecher bedeutet. Im Italienischen heißt es Luminella, Licht für die Augen. Und auch im Englischen Eyebright, Augenglanz, kommt die Heilkraft von Augentrost zum Ausdruck. Augentrost tut nicht nur den Augen gut, sondern kräftigt, stärkt und reinigt alle Schleimhäute und verbessert damit auch die körpereigenen Abwehrkräfte. Deshalb sind auch andere volkstümliche Namen für dieses wunderbare Heilkraut überliefert. Es wird auch Magentrost, Zahnwehkraut oder auch Hirnkraut genannt, da es das Gedächtnis verbessern soll. Aus den Augentrostkräutern werde ich mir täglich einen Tee zubereiten und diesen über mindestens 6 Wochen trinken. Der Tee schmeckt sehr gut, etwas nach Pfefferminz, etwas nach Kamille, etwas nach Heublumen. Außerdem benutze ich Augentrost hin und wieder zum Räuchern, der beim Verbrennen einen einzigartigen und sehr würzigen Duft verströmt. Bereits im Mittelalter wurde Augentrost verräuchert, um die Sicht zu verbessern und die Hellsichtigkeit zu fördern. Dadurch wird die Intuition gestärkt und wir können unseren Weg durchs Leben besser erkennen. Als ich mit meinen Recherchen begann, stieß ich zuerst auf die Methode von Professor Dr. Wladimir Georgiewicz Saranow, die ich Ihnen hier vorstellen möchte und die ich natürlich in diesem Experiment auch anwende.
Die Erklärungen, die Professor Sadanow gibt, erschienen mir sofort sehr logisch. Er sagt, dass jeder Mensch seine Sehkraft wiederherstellen kann, ganz ohne medizinische Methoden. Die Methode beruht auf der Entdeckung von Dr. William Bates. Dr. William Bates wurde am 27. Dezember 1860 geboren und starb am 10. Juli 1931. Bates war ein New Yorker Augenarzt und angesehener Augenchirurg. Er hatte sich Gedanken gemacht, warum ausgerechnet bei einem so wichtigen Organ wie das Auge keine natürliche Heilung vorhanden sein soll. Er war der Erste, der die bis heute gültigen Theorien der Augenheilkunde anzweifelte. Bates entdeckte, dass Sehfehler seiner Patienten sich veränderten oder auch spontan zurückbildeten. Dieses stand im Gegensatz zu der geltenden Lehrmeinung. Denn die Lehrmeinung bis heute besagt, dass für die Sehschärfe die Augenlinse in Verbindung mit den Ziliarmuskeln verantwortlich ist. Bates Entdeckung besagt, dass für die Sehschärfe die Aktivität der äußeren Augenmuskeln verantwortlich ist. Für ihn bestand kein Zweifel, dass die Schwächung dieser Muskeln für die diversen Sehschwächen verantwortlich war. Er entwickelte ein gezieltes Augentraining für seine Patienten, um die Augenmuskeln wieder zu stärken. Dadurch konnten sie sich ganz von der Brille befreien oder zumindest die Sehleistung erheblich steigern. Dieses konnten dann auch später Tausende von Patienten bestätigen. Dr. Bates Entdeckungen war eine radikale Abweichung von der damals und auch heute noch allgemein akzeptierten wissenschaftlichen Norm. Die Industrie rund ums Auge, die ihre Einnahmequelle bedroht sah, bekämpfte Dr. Bates massiv und er wurde auch aus den wissenschaftlichen Kreisen ausgeschlossen. Das war für ihn jedoch kein Grund aufzugeben. Er hielt an seinen Erkenntnissen fest, indem er seine Methode weiterentwickelte. So eröffnete er zum Beispiel eine Augenklinik, in der er erfolgreich mit Augentraining arbeitete. Er veröffentlichte seine Erkenntnisse in dem Buch Perfect Sight Without Glasses, das bereits 1920 erschien. Noch heute gilt er als Urvater des Augentrainings. Er hat bewiesen, dass jeder Brillenträger die Brille absetzen kann und mit Hilfe bestimmter Übungen seine Sehkraft wiederherstellen kann und dann genauso gut wie mit Brille sehen kann und sogar noch besser. Das steht im totalen Gegensatz zu der heute allgemein anerkannten Theorie. Der Theorie der Sehkraft von Hermann von Helmholtz, die dieser etwa im Jahre 1860 aufstellte. Bis heute verwenden alle Augenärzte der Erde diese von Helmholtz aufgestellte Theorie. Es ist eine Theorie und nichts anderes. Sie besagt, dass Kurz- und Weitsichtigkeit von einer Schwäche der Linsenmuskeln, also das sind die Ziliarmuskeln, im Auge herrühren würde und nur mit einer Brille ausgeglichen werden könne. Dem aufgewachten Zuschauer dürfte aufgefallen sein, welchen Herren dieser Mann diente, erkennbar in der Abbildung der sogenannten Erdkugel. Auch nach seinem Tod wurden seine sogenannten Verdienste für die Menschheit gewürdigt. Es wurde unter anderem ein Mondkrater, ein Marskrater und ein Asteroid nach ihm benannt. Welch Witz! Schauen wir uns seine Theorie einmal etwas genauer an. Diese Theorie behauptet, dass der Prozess der Schärfeeinstellung der Augen, was die Augenärzte Akkommodation nennen, von der Augenlinse durchgeführt wird, um die herum sich die Ziliarmuskeln befinden. Wenn die Ziliarmuskeln die Augenlinse zusammendrücken, soll sie dann mehr gewölbt sein. Ihre Fokuseinstellung verringere sich und der Mensch soll scharf sehen im Nahbereich, also eine gute Nahsicht haben. Wenn die Ziliarmuskeln die Augenlinse flach einstellen, träfe der Fokus anders auf die Netzhaut und der Mensch soll scharf in der Ferne sehen, also eine gute Fernsicht haben. Wenn jetzt die Ziliarmuskeln im Nahbereich nicht richtig arbeiten, also der Mensch auf kurzen Entfernungen nicht gut sehen kann, der Brennpunkt nicht exakt auf der Netzhaut liegt,
sondern hinter der Netzhaut liegt, hat dieser Mensch eine Sehschwäche im Nahbereich. In der Schulmedizin heißt das jetzt aber, der Mensch ist weitsichtig. Wenn die Ziliarmuskeln im Fernbereich nicht richtig arbeiten, also der Mensch auf langen Entfernungen nicht gut sehen kann, der Brennpunkt auch hier nicht direkt auf der Netzhaut liegt, sondern vor der Netzhaut liegt, hat dieser Mensch eine Sehschwäche bei der Fernsicht. Auch hier dreht die Schulmedizin es um, denn es heißt jetzt, der Mensch ist kurzsichtig. Diese Verdrehung der Tatsachen habe ich nie verstanden. Bei dieser einzig geltenden Theorie der Augenwissenschaft soll ausschließlich die Schwäche der Ziliarmuskeln für Kurzsichtigkeit oder Weitsichtigkeit verantwortlich sein. Schauen Sie sich das Auge, ein Wunderwerk der Schöpfung, an, bei dem so viele Muskeln beteiligt sind. Da soll laut dieser Theorie nur der Ziliarmuskel für die Sehkraft verantwortlich sein. Können Sie das noch glauben? Die so entstandenen Sehschwächen sollen dann nur durch eine Brille, Kontaktlinsen oder durch eine Laserbehandlung zu beheben sein, jedoch niemals rückgängig zu machen sein. In Wirklichkeit stimmt das alles nicht, und das hat Professor Bates herausgefunden. Was erwartet Sie im nächsten Video? Ich werde von meinen Fortschritten in diesem Experiment berichten. Sie werden erfahren, wie das Sehen laut der Methode von Professor Sadanov bzw. Dr. Bates wirklich funktioniert und warum die Schulmedizin diese Methode verweigert. Sie werden Augenübungen kennenlernen, mit denen Sie sofort beginnen können. Und noch einiges mehr. Ja, das war's mal wieder für heute. Ich freue mich, wenn Sie mir einen Daumen hoch geben und meinen Kanal abonnieren.